Wasserschieder Straße zu bleiben. Nach rechts abbiegen, um auf Wasserschieder Straße zu bleiben. Nach 300 Metern im Kreisverkehr dritte Ausfahrt Professor Baldesstraße nehmen. Metern rechts auf die Auffahrt B41 nach Saarbrücken, Trier abbiegen. Nach 600 Metern im Kreisverkehr geradeaus nach Saarstraße B269 fahren. Nach 400 Metern rechts abbiegen auf U269 B41. Rechts abbiegen auf U269 B41. Verlauf von B269 noch 4 Kilometer folgen.
geradeaus.
Gabelung links halten, dann links abbiegen auf E420. Links abbiegen auf E420. Dem Straßenverlauf von B420 noch 6 Kilometer folgen.
Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt Glanstraße nehmen. Nach 100 Metern im Kreisverkehr vierte Ausfahrt nehmen, um auf Glanstraße zu bleiben. Straßenverlauf von Industriestraße für 1,5 Kilometer folgen. Links abbiegen auf Glanstraße B420. Links abbiegen auf Glanstraße B420. Dem Straßenverlauf von B420 für 1,5 Kilometer folgen.
Nach 150 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt Lehnstraße nehmen. Nach 300 Metern scharf rechts auf Niederhofer Straße. Straße. Nach 150 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt Glanstraße nehmen. Nach 50 Metern erreichst du das Ziel. Du hast das Ziel erreicht.